Kehr ist zu Gast im Lausitzwelle-Interview. Wir sind heute im Amphitheater hier am Senftenberger See. Ja, du bist zum ersten Mal hier. Wie findest du es hier? Die Bühne, also ist wunderschön. Ist so eine tolle Sommerspielstätte. Luftig, aber trotzdem überdacht. Also wenn es regnet, ist man auf alle Eventualitäten eingestellt. Und direkt am See ist natürlich perfekt. Du hast nasse Haare, du warst gerade schon baden. Ja, es tut mir leid, ich bin ein bisschen knapp hier zum Interview aus dem Wasser gehüpft. Ja, klar, nach einer langen Fahrt und es ist das Schönste, das im See kurz abzuwaschen. Liebe Zuschauer, wenn Sie Dota Kehr noch nicht kennen, Sie kennen sie vielleicht als die Kleingeldprinzessin. Sie hat den Deutschen Kleinkunstpreis gewonnen und ist auch als Dota und die Stadtpiraten unterwegs gewesen. Jetzt als Dota mit Band und aktuell mit dem Programm mit Mascha Kaleko-Texten. Jetzt schon zum zweiten Mal, weil es so viel hergibt. Wie kam es zu dieser künstlerischen Arbeit mit Mascha Kaleko-Texten? Also ich muss zugeben, dass ich Mascha Kalekos Gedichte bis vor kurzem gar nicht kannte. Also ich glaube 2017 oder 2018 hat mir jemand mal ein Gedichtband geschenkt. Und es hat mich sehr berührt. Ich finde ihre Gedichte ganz, ganz eingängig, sie sind so prägnant und so kurz oft, so gut verdichtet, da ist kein Wort zu viel und auch oft formal ganz streng, also ganz sauber gereimt und ganz gleichmäßig rhythmische Zeilen, was das Vertonen sehr leicht macht. Das sozusagen auf der formalen Ebene gut für die Vertonung, aber inhaltlich oder auch von der ganzen Haltung, die daraus spricht, ja, berührt mich das sehr und spricht mich sehr an. Sie hat so ein Sie wird ja so der neuen Sachlichkeit zugeordnet, so wie Erich Kästner oder Tucholsky. Und ich finde, sie ist zu Unrecht weniger bekannt als diese beiden Vertreter. Und ihre Gedichte sind so, ja, manchmal so kurz, so ein bisschen fast analytisch oder auch in romantischen Dingen manchmal so in der Selbstbeobachtung fast so ein bisschen spöttisch oder, nicht spöttisch, klingt zu negativ. Aber dabei immer so nahbar und so berührend. Also, und so modern irgendwie, wenn man es liest. Ja, also man kann super sich ja, zeitgemäß. Ja. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass es irgendwie schon 100 Jahre alt sein soll, diese Texte. Also gerade was so die Beziehungen angeht, irgendwas sie da beschreibt. Das stimmt, also sehr, sehr emanzipiert. Und dann wiederum ist ganz interessant, weil es gibt immer mal so Gedichte, denen man wirklich überhaupt nicht anmerkt, aus welcher Zeit sie stammen, die wirklich auch ein Popmusiktext von heute sein könnten. Ein besonders guter, sag ich mal. Und dann wieder Gedichte, wo es an einzelnen Worten zu merken ist. Man teilt die Alltagssorgen und die Plan. Man teilt die Freuden, der Gehalt zu lang. Das Übrige besorgt das Telefon. Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen. Zu Hause geht es nicht, man wohnt möbliert durch das Gewirr von Lärm und Autorasen. Vorbei am Platz der Tanne. Dass man vor 100 Jahren schon per SMS Schluss machen konnte, wer hätte es geahnt? Also ja, es ist sehr schön, diese zeitliche Ebene da manchmal zu, manchmal tritt die so in den Vordergrund, manchmal tritt die total in den Hintergrund. Und ich glaube, dass das Programm ganz zeitgemäß ist, was wir auf der Bühne präsentieren. Du hast ja auch schon viele Künstlerkollegen auch davon überzeugt. Oder also zumindest, ich muss mal ein bisschen Name-Dropping machen. Fanny van Dunn war mit dabei, Alan Cohen, Max Prosa, Clüso, Anna Mateur hat mit dir zusammengearbeitet, Hannes Wader, Dirk von Lotzow. Von Tokotronic, genau. Genau, von Tokotronic und Gisbert zu Knüpphausen. Und alle sind sie irgendwie gleich dabei gewesen? Oder? Also ich muss zugeben, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Oder ich bin einfach sehr glücklich damit, dass es so geklappt hat. Denn es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man jetzt Kollegen, Kolleginnen anspricht, ob sie was zusammen singen wollen, kann ich eine Absage auch immer total gut verstehen. Weil jeder kann natürlich immer nur das singen, was er so richtig mit sich selbst irgendwie in Einklang bringen kann. Und bei diesen Mascha Kaleko-Gedichten war es so naheliegend, daraus Duette zu machen, weil es ja für uns beide jeweils ein fremder Text ist. Deswegen ist es so gleichberechtigt, dass man sich dem Text annähert. Man legt nicht jemand Worte in den Mund, sondern
man nimmt diesen Text eben aus einer anderen Zeit. Und dann hat es bei vielen Gedichten so gut geklappt, dass man die von einem Monolog sozusagen zu einem Dialog gemacht hat, ne? Dass zwei sich abwechseln. Du sollst nicht allein, so nun bist du nicht allein. Kind, du sollst nicht einsam sein. Mit dem Schatten an der Wand fällt der Abend auf die Welt, fällt der Abend auf die Welt. Kühlt die Sonne langsam aus, kühlt die Sonne langsam aus. Schläft die Wolke hinterm Haus. Auch diejenige, die die Texte von Mascha Kaleko sozusagen verwaltet hat, ist ja scheinbar auch sehr glücklich gewesen damit. Also zumindest ist das ja sicherlich auch immer so eine Herausforderung, dass man dann sagt, man möchte mit diesen Texten arbeiten, künstlerisch weiterarbeiten. Ja. Und ich habe in einem Interview vorher gesehen, dass du gesagt hast, dass es gar nicht so leicht war. Sie war relativ streng, die ältere Dame. Genau, also Frau Zoch-Westphal ist leider im Januar diesen Jahres verstorben. Und ich habe sie nie kennengelernt, das bedauere ich sehr. Wir wollten uns eigentlich in Zürich treffen und dann war eben Corona und dann konnten wir nicht touren. Und naja, also jedenfalls hat dieses Treffen leider nie stattgefunden. Aber sie hat sich alle Vertonungen angehört und genehmigt. Ich weiß aber auch, dass sie nicht alles genehmigt. Sie hat auch schon oft wohl Vertonungen abgelehnt. Du bist ja jetzt gerade mit dem Filmorchester Babelsberg noch zusammengekommen, in dem Zusammenhang aber, ne? Nee, das war unabhängig davon. Da haben wir auch mit dem Filmorchester Babelsberg überwiegend Stücke von mir gespielt. Okay. Genau. Ja, ich kann es noch nicht wissen, du warst damit noch nicht in der Lausitz. Ich schenke dir gleich eine CD. Aber genau, das ist eigentlich so die Frage, die Zuschauer interessiert bestimmt, wann das Filmorchester Babelsberg und du gemeinsam mal hier in der Region auftreten könntest. Ich habe gesehen, ihr wart im Norden von Brandenburg schon unterwegs. In Neu-Hardenberg waren wir. Genau. Ja, ich hoffe, das klappt, weil das ist echt schwierig, mit Orchester zu touren. Das ist eine logistische Herausforderung. Es ist alles... Ja, aber ich hoffe sehr, dass sich die Gelegenheit nochmal ergibt, dass wir mit dem Orchester spielen. Die Arrangements sind sehr schön geworden und ich glaube, es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Auf alle Fälle gibt es das Album für alle, die nicht live jetzt dabei sein konnten, bisher. Genau. Ich wollte dich tatsächlich noch fragen, was ist das Gute daran, wenn man kein eigenes, noch kein extra Management hat und keinen extra Produzenten? Also wir sind wirklich sehr, sehr unabhängig. Wir können uns sehr frei entscheiden, was wir machen wollen und wann wir welche Projekte realisieren und so. Und mir ist es sehr wichtig, diese Unabhängigkeit. Und ich war meinen ganzen beruflichen Werdegang sehr auf diese Unabhängigkeit bedacht. Auch irgendwie nicht jetzt wie bei den Major-Labels dann am Ende, für den Shareholder-Value Musik zu machen. Das wirklich widerstrebt mir sehr. Und jetzt bin ich aber dann doch in der Verwertung der Musik von den größten Firmen der Welt abhängig. Google, Apple, Amazon und dann halt noch Spotify. Und es ist einfach ein knallhartes Oligopol. Dieser Streaming-Markt. Und jetzt letztes Jahr haben die ja auch wirklich gezeigt, wo plötzlich die Regeln geändert wurden, dass man nur noch ab 1000 Streams vergütet wurde. Da haben sie einfach gezeigt, dass sie es machen können. Und so, und dass sie auch so sehr in der Hand haben, diese paar Streaming-Dienste, was viel gehört wird und was weniger Aufmerksamkeit kriegt. Und ich finde das sehr, sehr unangenehm. Ich spüre den Würgegriff des Monopols und jetzt habe ich einfach das letzte Album mal nur auf Tonträger rausgebracht, eben dieses mit den Babelsbergern. Das ist also eine Lösung, dass man sozusagen den Tonträger dann doch erwirbt und dass man zu den Konzerten geht. Genau, das ist es schon, aber es ist natürlich nicht für alle Bands eine Lösung, weil es gibt viele Bands oder es gibt auch viele Leute, die haben gar keine Abspielgeräte mehr und gleichzeitig da liegt die Unabhängigkeit für die Bands, ne? Ja, und wenn man jetzt einfach sagt, ich ärgere mich über Spotify, dann gibt's mich da nicht. Dann gibt's mich halt nicht. So, es ist halt, man hat nicht wirklich die Wahl. Also ich habe noch eine Frage, wir sind ja in Ostsachsen, Südbrandenburg mit der Lausitzwelle. Du hast einen ganz speziellen Ost-West-Test entwickelt, wie du rausfindest, ob dein Publikum weiß. Ja, das stimmt. Ja, also, lass dich weiter. Es gibt eins meiner ersten Lieder, die ich geschrieben habe. Das war 2003 tatsächlich schon. Da gibt es eine Zeile von Gerhard Schöne, die ich zitiere. Und er hat es auch genehmigt. Ich habe ihm dann damals eine CD geschickt. Also es war noch vor der MP3. Ich habe ihm eine CD geschickt und das Lied gebrannt und gefragt, ob ich das zitieren darf und so. Und beim Konzert erzähle ich das vor dem Lied oft, dass da diese Zeile von Gerhard Schöne drin ist. Und da merke ich immer natürlich an den Reaktionen,
wie viele Leute Gerhard Schöne kennen. Das ist ein ziemlich zuverlässiger Test. Ich muss gestehen, dass es bei mir genauso war. Als ich dich zum ersten Mal entdeckt habe, habe ich diese Zeile gehört und dachte, oh, ja? Das kenne ich. Ach, witzig. Und wir haben uns viel, viel später erst kennengelernt. Irgendwie auch in der Pandemiezeit in Köthen war so ein Streaming-Konzert, genau. Und da habe ich dann endlich Gerhard Schöne mal persönlich kennengelernt. Wenn Sie wissen wollen, welche Textzeile, wovon wir reden, dann hören Sie sich entweder das Lied Unterm Dach von Gerhard Schöne nochmal an oder Alles Du von Dota Kehr. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Mit dem Fenster zum Himmel und der Türe zur Welt.